Hey Leute, ich bin's 1Keks und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ein eigenes Geldsystem machen könnt mit Commands und damit auch einen eigenen Shop bauen könnt, wo ihr selber Sachen kaufen und verkaufen kann. Erstmal werde ich euch zeigen, wie ihr das Geldsystem macht, denn das braucht ihr dafür. Und dann werde ich euch zeigen, wie das mit dem Shop funktioniert. Und also wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Schaut auch auf meinem Minecraft-Server vorbei, mizemc.de. Ich werde in Zukunft ein bisschen aktiver sein. Ich war in letzter Zeit nicht so aktiv. Ich habe aktuell nicht so viel Zeit, aber es geht, also in ein paar Wochen werde ich wieder richtig aktiv werden. Da werde ich wirklich konsequent jeden Abend auf den Server gehen. Und fangen wir direkt mit dem Video an. Vergesst, wie gesagt, nicht das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren und dann... Ja, würde ich sagen, geht los. Der erste Command ist Scoreboard erstellen. Ihr müsst ein Scoreboard erstellen, in dem die ganzen, also in dem das ganze Geld gespeichert wird von den ganzen Spielern, die online sind. Dafür braucht ihr den Command Scoreboard Objectives at Money Dummy. Danach müsst ihr nichts mehr schreiben, einfach nur Money und Dummy. Und dann drückt ihr hier auf den Knopf oder gebt den Befehl in den Chat ein. Und dann ist das Scoreboard erstellt worden. So, was hat sich jetzt verändert? Nichts Sichtbares, es ist jetzt ein Scoreboard erstellt worden. Das seht ihr noch nicht. Das muss erstmal aktiviert werden, aber dazu kommen wir später. Es muss erstmal ein weiteres Scoreboard erstellt werden. Das Scoreboard, das wir gerade erstellt haben, da werden nur die ganzen Daten gespeichert. Das Scoreboard, was wir jetzt erstellen, das wird später auch angezeigt. So, und zwar wieder genau das gleiche Scoreboard Objectives, Add, diesmal Geld. Also ich habe das eine einfach Money genannt, das zweite Geld, ist völlig egal, wie ihr das nennt, könnt ihr auch was eigenes euch überlegen. Dummy, und jetzt müsst ihr tatsächlich etwas hinter Dummy schreiben. Und zwar genau das, was dann später auch wirklich im Titel von eurem Scoreboard stehen soll. So, dann führt ihr diesen Befehl aus und dann wurde auch dieses Scoreboard erstellt. So, jetzt benötigt ihr ein paar weitere Command-Blöcke. Um das Ganze zum Laufen zu bringen. Die Command-Blöcke zeige ich euch einmal. Sobald die Command-Blöcke hier platziert wurden, läuft das Ganze. Da seht ihr auch schon rechts, ist das Scoreboard schon da. Also wenn ihr mal hier rechts ranschaut, an den rechten Bildschirmrand, da seht ihr das Scoreboard. Und das hier sind die Command-Blöcke, die dafür benötigt werden. Die müsst ihr irgendwo in eine Ticking-Area packen. Dafür, um eine Ticking-Area zu machen, macht ihr einfach slash Ticking-Area add. Dann gebt ihr die Koordinaten ein, von wo bis wo, also in diesem Fall jetzt 16, 56, minus 62 und bis hierhin 16, 56, minus 66 und dann irgendwie CMD für Command oder was auch immer. Könnt ihr euch selbst was überlegen, wie ihr eure Ticking Area nennt. Die Ticking Area ist halt einfach dafür da, dass wenn gerade kein Spieler hier in der Nähe ist, dass das trotzdem geladen wird und das Geldsystem sich trotzdem immer wieder aktualisiert. Und die Ticking Area könnt ihr auch größer machen, damit ihr noch mehr Command-Blöcke da reinmachen könnt. Ja, also die Ticking Area braucht ihr auf jeden Fall, die solltet ihr unbedingt machen. Und dann könnt ihr hier die Command-Blöcke reinbauen, ihr braucht 5 Stück. Und zwar einmal einen Wiederholen und immer aktiv Command-Block. Wenn ihr den platziert, macht ihr erstmal auf benötigt Redstone, das ist besser, weil... Also ihr braucht das in diesem Fall nicht unbedingt, aber bei sehr vielen anderen Sachen ist es sehr sinnvoll, wenn das erstmal auf benötigt Redstone ist, weil das sonst ein paar Sachen kaputt machen kann. In diesem Fall ist es nicht unbedingt nötig, aber ich würde es euch allgemein empfehlen, wenn ihr irgendwelche Command-Block-Ketten macht, dass ihr das am Anfang erstmal nur auf benötigt Redstone stellt, so hier. Und dann erst, wenn ihr die ganzen Command-Blöcke platziert habt, macht ihr das dann auf immer aktiv. So, der erste Command-Block ist wiederholen und immer aktiv. Den setzt ihr, wie gesagt, zuerst auf benötigt Redstone. Und dann schreibt ihr da rein Scoreboard Players at R Money 0. Das bedeutet, dass permanent allen Spielern zum Scoreboard Money, was ja dieses Scoreboard ist, wo alles gespeichert wird, da wird permanent jedem Spieler, der gerade online ist, Geld hinzugefügt, aber halt einfach 0. Also das ist halt einfach nur dafür da, dass die Spieler halt einfach überhaupt in dem Scoreboard erstmal gespeichert sind. So, dann wird das zweite Scoreboard gelöscht. Scoreboard Objectives Remove Geld. Mit einem verketten, bedingt und immer aktiv Command-Block. Ihr müsst es nicht unbedingt bedingt machen, es geht auch bedingungslos, aber wenn das bedingungslos ist, dann könnte es sein, dass, falls ihr euch irgendwie in diesem Command-Block hier vertippt habt, dass dann trotzdem diese Commands hier ausgeführt werden oder sowas. Und das wäre vielleicht in bestimmten Situationen nicht so gut. Hier ist es eigentlich egal, aber allgemein, also hier in diesem Fall ist es eigentlich egal, ob es immer, also ob ihr es bedingt oder bedingungslos macht, aber ich habe das einmal auf bedingt gemacht,
So, der zweite Command ist Scoreboard Objectives Remove Geld, also da wird das Scoreboard gelöscht und dann wird es mit diesem Command hier wieder erstellt. Also Scoreboard Objectives Add Geld Dummy und dann halt wieder den Titel. Das ist genau der gleiche Command wie der hier, den ihr hier vorher schon eingegeben habt. So, dann geht es weiter mit diesem Command hier. Das ist auch wieder verkettenbedingt und immer aktiv. Execute at R, Welle, 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 Scoreboard Players Operation at S, Geld gleich at S Money. So, was dieser Command macht, er schaut bei allen Spielern, wie viel Geld bei ihnen eingespeichert ist im Scoreboard Money und überträgt es auf das Scoreboard Geld. Und damit ist halt alles, was dort im Money Scoreboard gespeichert ist, wird jetzt auch im Geld Scoreboard angezeigt und dann wird das halt auch rechts an der Seite angezeigt. So, dann der letzte Command, Scoreboard Objectives, Set Display, Sidebar, Geld. Das setzt einfach nur das Scoreboard rechts an den Bildschirmrand. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso habe ich das nicht so gemacht, dass direkt dieses Scoreboard hier rechts angezeigt wird. Das ist deswegen so, weil wenn irgendwie ein Spieler hier online kommt und wieder offline geht, dann steht er immer noch im Scoreboard, dann steht der Spieler offline. Und genau das verhindere ich damit, dass die Sachen in dem einen Scoreboard gespeichert werden und nur in einem anderen Scoreboard angezeigt werden, das sich immer wieder löscht und neu erstellt. So, und dadurch, dass dieses Scoreboard halt sich immer wieder löscht und dann neu erstellt und die ganzen Daten wieder dahin übertragen werden, sind da nicht immer diese Spieler-Offline-Dinger drin. Und ja, das ist halt einfach sehr viel besser, das empfehle ich euch auch so zu machen, also sonst habt ihr da irgendwann das Scoreboard voll mit Spieler offline und das ist auch nicht so toll. Ja, jetzt ist das Geldsystem fertig. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch Geld zu geben, euch Geld zu entfernen oder einen bestimmten Geldbetrag euch zu geben. So. Also wenn ich jetzt irgendwie mir 1000 Dollar geben möchte, dann mache ich Scoreboard Players at P Money 1000 oder halt statt at P den Spielernamen oder at S, at A, was auch immer. Und statt 1000 könnt ihr natürlich auch eine andere Zahl nehmen, aber das hier fügt halt immer wieder 1000 Geld, Dollar, Euro, wie auch immer hinzu. Und ihr seht, jetzt habe ich 3000, ich drücke nochmal drauf, habe ich 4000, ich drücke nochmal drauf, habe ich 5000. Ich kann mir auch Geld entfernen mit Scoreboard Players Remove at P Money 1000 oder halt eine andere Zahl. Da kann ich wieder hier drauf drücken, habe ich nur noch 4000, drücke ich nochmal drauf, habe ich nur noch 3000. Jetzt habe ich nur noch 2000 genau und 1000, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag festlegen will, ihr seht jetzt, ich habe jetzt genau 3000, ich kann jetzt aber machen Scoreboard Player Set at P Money 1000, das macht immer meinen Geldbetrag auf genau 1000, egal wie viel ich vorher hatte, also wenn ich vorher gar nichts hatte, ich drücke da drauf und ich habe 1000, auch wenn ich vorher 2000 hatte, ich drücke da drauf, ich habe 1000. So, jetzt kommen wir zum Shop. Der Shop ist, also funktioniert folgendermaßen, ich habe einen Ankauf und einen Verkauf, also ich kann Dinge kaufen und Dinge verkaufen. So, ich habe hier 5 Diamanten für 20 Dollar und 12 Steaks für 8 Dollar. Wenn ich jetzt 5 Diamanten kaufen möchte, drücke ich auf diesen Knopf, mir werden 20 Dollar entzogen und ich habe 5 Diamanten. Ich drück nochmal auf den Knopf, mir werden nochmal 20 Dollar entzogen und ich erhalte 5 Diamanten. So, es ist ziemlich simpel zu bedienen so. Und jetzt kann ich die Diamanten natürlich auch wieder verkaufen. Jetzt habe ich nur noch 15 Dias und dafür natürlich auch meine 20 Dollar wieder bekommen. Warte mal, ich mache mal kurz so hier. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich habe die 20 Dias. Jetzt kann ich die verkaufen. Jetzt habe ich 20 Dollar und nur noch 15 Dias. Jetzt kann ich nochmal verkaufen. Habe ich nur noch 40 Dollar. Also habe ich ganze 40 Dollar und nur noch 10 Dias. Und wenn ich hier jetzt nochmal verkaufe, 60 Dollar und nochmal verkaufe, dann habe ich keine Dias mehr. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, habe ich nicht genug Diamanten. Ich kann mir jetzt natürlich auch Dias aus dem Creative Inventar geben. Es müssen wirklich mindestens 5 Dias sein. Wenn ich nur 4 Diamanten habe, drücke ich hier drauf und da steht, ich habe nicht genug Diamanten. Die werden mir nicht geklärt. Ich habe einfach nur die 4 Dias hier und da steht dann, ich habe nicht genug. Wenn ich, war doof, das jetzt zu löschen, aber wenn ich mir jetzt noch ein Dia gebe, so hier, dann habe ich wieder genug und kann die verkaufen. So. Jetzt kann ich wieder welche kaufen. Ich kann natürlich auch Steak kaufen. 12 für 8 Dollar und so hier kann ich die auch wieder verkaufen. So, wunderbar. Ich kann auch eins rausnehmen. Jetzt habe ich nur noch 11, jetzt habe ich nicht genug. Und so weiter. Ja, ihr versteht das Prinzip. Es ist relativ simpel. So, kommen wir zu den Command-Blöcken. Erschreckt euch nicht, es sind ein bisschen viele Command-Blöcke, aber ich denke mal, ihr werdet das verstehen. Wir fangen hier oben mit den Diamanten an. Diamanten kaufen. 5 Diamanten für 20 Dollar. So, was als erstes gemacht wird, es wird überprüft, ob ich zu wenig Diamanten habe. Also,
Es wird gemacht, execute at P, Welle, 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 title at S, eckige Klammer auf, scores gleich, geschweifte Klammer auf, money gleich, Punkt, Punkt, 19, geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, action bar, du hast nicht genug Geld. Da könnt ihr auch einen anderen Text hinmachen, das ist halt der Text, der angezeigt wird, wenn man nicht genug Geld hat. Und ja, also was das halt macht, ist überprüft, ob ich maximal 19 Dollar habe, 19 Dollar oder weniger. Das heißt, auch wenn ich 0 Dollar habe oder irgendwie weniger, keine Ahnung, dann sagt es, nee, hier, du hast nicht genug Geld. Und es spielt einen Sound ab, das ist nämlich der nächste Command-Block, execute at P, Welle, 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 play sound, node.base at S. So, jetzt könntet ihr euch fragen, wieso mache ich das so hier, execute at P, Welle, 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 title at S, bla, 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 und nicht direkt title at P, scores, bla, bla, bla. Der Grund dafür ist, dass wenn ich das direkt machen würde, mit einfach nur title at p, so, wenn ich das einfach nur so hier hätte, dann könnte, also wenn hier mehrere Spieler in dieser Welt sind, könnte hier einer stehen und hat nicht genug Geld. Aber hier hinten, hier irgendwo steht irgendwer, der macht so sein Ding und der hat aber genug Geld, der will aber überhaupt nichts kaufen. Und jetzt drückt der Spieler, der hier ist, auf den Knopf, der hat nicht genug Geld und es wählt einfach den nächsten Spieler aus, der genug Geld hat. Und das wäre dann in dem Fall der Spieler, der da hinten steht, obwohl der eigentlich gar nichts kaufen will, obwohl der überhaupt nicht in der Nähe von dem Shop ist. So, und deswegen machen wir nicht at P scores gleich money bla bla bla, sondern wir machen at S und mit execute at P. So, also das führt halt als der nächste Spieler aus title at S und überprüft halt nur, ob genau der nächste Spieler das hat. So, das müssen wir hier nicht machen. Hier könnt ihr einfach nur execute at P, playSound, node.base at S machen, denn das hier ist bedingt. Chain, also verketten, bedingt und immer aktiv. So, Achtung, der nächste Command ist verketten, bedingungslos, nicht bedingt, nicht so wie der vorher, sondern der hier ist bedingungslos, unconditional, verketten, bedingungslos, immer aktiv, hier ist execute at p, welle, 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 scoreboard, players, remove, at s, eckige Klammer auf, scores gleich, geschweifte Klammer auf, money gleich, 20, Punkt, Punkt, geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, money, 20, so. Was dieser Command macht, er überprüft erstmal, ob der nächste Spieler 20 Dollar, Euro, Geld, wie auch immer hat oder mehr und entfernt diesem Spieler dann 20 Dollar. Und ja, also das ist eigentlich schon alles, was dieser Command macht. Also der nächste Command ist give at p diamond 5, der gibt dem Spieler dann halt direkt 5 Diamanten, wieder verketten, bedingt, immer aktiv. Der nächste Command ist title at p action bar und dann den Text, den ihr da hinschreiben möchtet, mit dass man die Diamanten gekauft habt. Hier sieht man auch mal die Farbcodes, die ihr dafür, also die ich hier verwendet habe. Ihr könnt natürlich eure eigenen verwenden und auch euren eigenen Text. Wieder verkettenbedingt und immer aktiv. Das hier ist wieder verkettenbedingt und immer aktiv und dieser Command ist execute at p welle 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 play sound random.orb at s. Das ist auch, damit hier wieder ein kleiner Sound abgespielt wird. So. So viel zum Thema Verkauf, also hier Sachen kaufen. Das könnt ihr mit allen möglichen Items machen und natürlich mit allen möglichen Preisen, müsst ihr halt anpassen. Hier oben die 19, das ist immer der Preis, für den ihr es verkaufen wollt, mit einem weniger. Also auch wenn ihr es nur für 1 Dollar verkaufen möchtet, müsst ihr da immer noch 0 hinschreiben. Und hier, das ist halt der Sound und ja. Den könnt ihr natürlich auch. Ihr könnt natürlich auch einen eigenen Sound wählen. Es gibt Listen im Internet mit Sounds. Hier wird wieder das Geld entfernt. Hier müsst ihr statt der 20 euren Preis reintun und hier auch statt der 20 euren eigenen Preis. Und hier natürlich das Item und die Anzahl. Und an dieser Stelle könnt ihr natürlich auch den Text entsprechend anpassen. Und das hier ist wieder ein Sound. Da könnt ihr auch einen eigenen auswählen. So. Gut. So viel zum Thema Kaufen, jetzt noch Verkaufen. Hier werden Items verkauft. Also es wird jetzt erstmal überprüft,
ob ich zu wenig Items habe. Ich möchte nämlich 5 Items, 5 Diamanten verkaufen und dafür $20 bekommen. Das heißt, es muss erstmal überprüft werden, ob ich überhaupt 5 Diamanten habe. So, es wird jetzt aber erstmal überprüft, ob ich zu wenig Diamanten habe. Also, es ist genau wieder wie da drüber, nur halt jetzt andersrum, dass jetzt überprüft wird, ob ich genug Items habe. Also, execute at P, Welle, 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 title at S, eckige Klammer auf, has item gleich, geschweifte Klammer auf, item gleich diamond, quantity gleich, Punkt, Punkt, 4, geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, Action Bar und dann halt euren eigenen Text oder du hast nicht genug Diamanten. So, dann geht's weiter mit PlaySound Node.Base, das ist genau das gleiche wie hier oben. Dann hier execute at P, Welle, 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 clear at S, eckige Klammer auf, has item gleich, geschweifte Klammer auf, item gleich diamond, quantity gleich 5, Punkt, Punkt, geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, diamond 05. Diese Punkte davor und dahinter sind ganz wichtig. Und ihr müsst auch unbedingt aufpassen, dass ihr die Punkte nicht irgendwie falsch setzt, sondern wenn es mindestens 5 sein müssen, dann, also wenn es mindestens 5 sind, dann müssen die Punkte unbedingt dahinter. Und wenn es maximal 5 sind, dann müssen die unbedingt davor. Also in diesem Fall dahinter und hier müssen sie davor, vor die 4. Ja, Diamond 05. Also da werden einem die Diamanten geklärt. Hier Scoreboard Players at P, Money 20. Ganz einfach, da wird einem das Geld gegeben. Ist genau der gleiche Command wie hier, nur halt mit 20 statt 1000. Hier waren wir schon, dann wieder der Titel, Title at P, Action Bar, du hast 5 Diamanten für $20 verkauft und Execute at P, Welle, 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 PlaySound, random.orb at S. So, auch hier müsst ihr wieder aufpassen, das hier ist ganz normal, Impuls, bedingungslos und benötigt Redstone, das hier ist verkettenbedingt und immer aktiv, das hier ist verkettenbedingungslos und immer aktiv, verkettenbedingt und immer aktiv, verkettenbedingt und immer aktiv und nochmal verkettenbedingt und immer aktiv. Also genauso wie hier drüber, nur halt, ja, nochmal mit den anderen Commands. So, und dann funktioniert euer Shop auch, dann könnt ihr hier so Knöpfe hinmachen und ihr könnt das auch so dekorieren, wie ihr möchtet, könnt da noch eigene Sachen reinbauen. Ja, und dann habt ihr euren eigenen Shop und mit euren eigenen Sachen und euer eigenes Geldsystem hier auf diesem, also in eurer eigenen Welt und... Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Like zeigen. Schreibt mir auch ein paar Ideen für weitere Tutorials in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, wie ihr irgendwas mit Commands machen könnt in der Bedrock Edition. Und dann werde ich dazu vielleicht ein Tutorial machen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.